Alles aus Metall, kann er ja auch nicht. Ja, und damals hatten wir auch alles aus Metall und trotzdem hat er... Nee. Da waren nur Teils aus Metall. Ach so. Wie lange geht die Folge jetzt noch? Ich habe gerade die nächste gestartet, weil wir jetzt auf der Insel sind. Achso, ja, ich starte gerade auch die nächste. Ich kann nur maximal bis 8 Uhr, das wisst ihr. Ja, das ist ja jetzt die letzte Folge, dann die auch mit einer Viertelstunde voll und gut. Okay. Was ist denn heute überhaupt für ein Tag? Sonntag. Sonntag. Achso. Morgen gehen meine Kinder das erste Mal wieder in die Schule. Dann nehmen wir zwar morgen was Schönes auf, Ike? Meine Kinder sind morgen Nachmittag da. Ich nehme die ganze Woche dann nichts auf. Achso. Ja, wenn meine Kinder da sind, geht das nicht bei mir. Was glaubst du, warum wir Star Wars eine ganze Woche lang durchgepaukt haben? Ja, aber du denkst doch erst Dingens. Aber ja. Doch erst nachmittags, oder nicht? Ja, aber Vormittag bin ich auch unterwegs. Dann kommt auch noch die Mittagspause. Außerdem, genau. Nico, hast du nicht Schule? Nein. Meine Lehrer haben morgen Fortbildung. Ja, toll, morgen. Aber sonst hast du Schule, oder wie? Ah! Naja. Ich dachte, du hättest den schon gesehen. Ja, da ist eine Kiste drin. Geh rein und blute. Du hast bestimmt Platz im Inventar. Ja, bestimmt ist gut. Ja, hatte ich. Und was Interessantes? Bolzen und Metall. Hätte es sau sich, weil ich so heftig bewegen würde, würde ich ihn auch in den Fallen abschießen. Ja, ihr habt sie. Ja, das erste Mal, wo ich so viel gekillt habe, ist es bis ins Wasser geflogen. Das ist auch bis ins Wasser geflogen. Ich muss aber die Metallpfeile vorher aufsammeln, bevor ich ihn töte. Ist mir gerade aufgefallen. Wer besser? Aber so groß ist die Insel gar nicht. Na. Also schon größer als die anderen, aber... Wenn jemand eine Schaufel hat, da ist eine kleine Popelhülle, da gibt's wieder Erde. Ja, ich hab eine Schaufel. Moment. I come to you. Ne, die ist direkt in der dort. Die siehst du eigentlich. Die Höhle. Nochmal rote Bären. Habt ihr eigentlich noch Probleme mit diesem Bombardement? Ja, genau, Nico. Ne, ein Stück weiter nach. Genau. Was haben wir? Probleme mit dem Bombardement-Vogel. Der hat mich gerade versucht abzuschießen, der Arsch. Nee, also ich habe keine Probleme mit dem. Ich finde den eigentlich ganz sympathisch. Weil er mich in Ruhe lässt. Ja, toll, jetzt ist Ike auf dem Schiff, jetzt geht hier die Action los. Ja, ich habe mir extra für dich mitgebracht. Ja, ich weiß nicht, was er macht. Ich glaube, der wirft die Ziege ab. Dann lassen doch. Ich will den killen. Das kann ich nur, wenn er hier auf dem Boot Ärger macht. Habt ihr eigentlich schon mal was von Olaf gehört?
Der war das eh nochmal im, zwar online im Discord, aber hat nicht irgendwie in einem VC gesprochen oder so. Weil der ist doch jetzt für ein Jahr in der Ausbildung. Ja, und da hat er kaum Zeit. Verständlicherweise. So. Ach, hast du oben die Kiste beim Vogel schon gelootet? Ja, ich glaube, da oben war ich schon. Da war ich. Ja, doch, da oben, da war ich schon noch. Nico wird wieder geärgert. Nö, ich spiel gerade so ein bisschen mit dem Vogel. Mit dem Affenhorn. Mit dem kleinen. Ich hab dich kommen sehen, spielt auch gerade. Ich hab ihn kommen sehen, den Arsch. Ich wollte gucken, wo der ist. So, ja. Hey, kleiner Mann, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich. Keine Angst, hey. Du hast gesagt, noch eine Etage. Der hat keine Angst vor dir, der holt nur die nächsten Sachen. Achso, du meinst die Ziege. Noch eine Etage, hat er gesagt, will er haben. Oder irgendwas weiter weg. Einfach nur, dass dort die Möwen wieder Nester legen. Oder Eier in den Nester legen. Oder es überhaupt mal tun. Bisher haben sie es ja nie gemacht. Aber Wolle hattet ihr bisher noch nie, ne? Nein. Ich glaube auch nicht, dass Nico das Tier musst du fangen, damit du von dem was kriegst. Quatsch, tötet es einfach. Wie gesagt, weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Naja, in Minecraft funktioniert es so. Ja, Minecraft, wow. Alter, wie viel hält denn das kleine Vieh aus? Ja, wie gesagt, vielleicht kann man es gar nicht killen, man kann es nur fangen. Aua, du scheiß Drecksvieh. Genauso wie du scheiß Drecksvieh, jetzt lass dich töten, Gottverdammt. So sagst, klappt's bestimmt. Ja, ein bisschen fluchen und schon ist es wie tot. Hallo, wo bist du jetzt hin? Och, bist du jetzt zürisch auch runtergesprungen, du fette Sau. Hallo, wo bist du? Oh, das Vieh hat sich verpisst. Manu, ich finde das scheiß Vieh nicht mehr. Da kostet Holz. Kommt darauf an, wie viel du brauchst, oder das schon, oder? Viel. Du willst, dass die Nester da oben einen Platz bekommen? Klar will ich das, aber dann musst du, glaube ich, eher Nico fragen. Der hat das meiste Holz gerade. Soll ich mal heute schlau machen, wie man die Dingens bekommt? Dieses Gunpowder. Kannst du machen. Wo bist du, Ike? Da rüber steht das Boot. Ich bin gerade hier. Das Boot in der Hut. So. Hä? Alter, sieht das Floß vollgepackt aus. Ich habe mir das von außen nie angeschaut. Das sieht aber geil aus eigentlich. Ich muss so eine Kacke bauen hier. Es geht nie anders. So, ich habe mir jetzt die Schere gekraftet. Ihr Dingens, komm mal her. Ja, bleib mal stehen. Kann ich die Haare abschnibbeln? Kann ich hier in die Augen stechen? Ja,
Ich brauche schon wieder Holz, Holz, Holz. Und zwar noch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Stück. Sonst noch Wünsche? Naja, zwei Frauen habe ich ja schon hier. Naja, aber mit. Darko, es geht um deine Eier. Tanze hat sich nur so leicht falsch. Oh mein Gott! Wisst ihr, was mir gerade so eingefallen ist? Das diese roten Bären, ne? Ja. Vielleicht muss man die mit der Dingens hier abschneiden. Mit der Schere? Mit der Schere. Das hat man bei wobei. Bei den Pflanzen hat es ja nicht geklappt. Da kriegst du die Samen ja einfach so raus. Scheint die Frage, hatten wir das schon mal ausprobiert vorher? Ich glaube nicht. Weil ihr hattet vorher noch gar keine Schere. Und keine Bären. Hier oben braucht eigentlich kein Zaun hin. Holz! Ich baue hier auch keinen Zaun hin. Ich baue hier halbe Wände hin. Und da hänge ich dann die Dings auf. Die, wie heißen die? Die Nester. Ja gut, aber ich werde euch heute für heute den Hahn abdrehen jetzt. Lass mich noch ganz schnell da oben wenigstens die Nester aufsetzen. So viel muss sein. Moment. Wie weit ist denn deine Aufnahme? Scheiße. 11 Minuten, aber das ist kein Problem. Gibt's halt mal eine kürzere. Achso, nee, weil sonst hätte ich gedacht, dass wir jetzt so 20 Minuten daneben machen. Weil geht ja nicht. Darko hostet. Achso, ja. Darko, kannst du dein PC noch für 20 Minuten anlassen? Nee, weil meine Eltern den noch brauchen. Sonst wäre es kein Problem. Sonst hätte ich mit euch bis 22 Uhr gemacht. Oh. Ja gut, mir ist jetzt scheißegal, ob ich die Wände falsch oder richtig rumgesetzt habe. Die sind zwar falsch rum, aber sieht stylisch aus so. Ja gut. Dann bis irgendwann mal. Jo. Ich muss erst mal ganz kurz was testen. Doch, das geht. Sehr schön. Wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Ich weiß nicht, hatten wir den schon gelootet? Ich glaube. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, toll. Und ich bin mir überhaupt nicht sicher. Oh Gott. Kann man die Mausempfindlichkeit einstellen? Ich glaube. Einstellung, Steuerung, Mausempfindlichkeit, ja. Die ist mir gerade ein bisschen zu hoch. Oh ja, oh, viel angenehmer. Viel, viel angenehmer. Ich kann ja noch mal auf die Insel Lunzen gehen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Die Insel des Todes. Also ganz ehrlich, ich könnte aber selbst noch 5 weitere Leute ernähren. So viel Essen, wie wir haben. Da wäre vielleicht ein zweites Wasserding vielleicht noch praktisch. Ja, weil ich ziemlich viel Wasser immer verbrauche. Ja, ich auch. Zum Trinken halt. Schade, unser Crafter ist gerade nicht da. Ja, ich glaube, Dings hat auch die Schaufel drin, oder? Für Sand und den ganzen Gedöns. Hatten wir über Band gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, Nico hat eine Schaufel gemacht, weil der ja immer in die Höhlen verschwunden ist. Hm. Sonst baut ihr uns dann wieder eine. Ich bin gerade unter Wasser. Noch ein bisschen Metallschrott looten. Da ist noch ein Erz. Schnee, es war ein Stein. Arschloch.
voll als Erz getarnt. Boah, wie soll ich eigentlich diese Anzeige sehen können? Welch, was für eine Anzeige? Wir haben diese komischen, meine Wassersprenkler so bescheuert platziert, dass ich die Anzeige nicht sehe, wie voll die sind. Einfach immer Wasser rein. Okay, nee, bei dem ist gut. Oh, hat das gerade bei dir gejault? Ja. Glaube. Real life oder in-game? Real life, darin glaube ich irgendwelche Kiddies draus rum. Keine Ahnung. Also ich habe das übelst leise durch die Kopfhörer gehört. Ich denke mal, in der Aufnahme hört man es nicht. Aber es war seltsam. Iva-Inventar. Ja. Unser Boot, glaube ich. Ich will da jetzt nicht so viel tauchen, aber da sind auch noch die ganzen Sachen. Ich war gerade an der Hinterseite, da habe ich schon ein bisschen Schrott gefarmt, aber sonst ist dort nur noch Sand und Stein. Hier schwimmt ein Fass rum, das nehme ich gleich mal auf. Ich schalte einfach schon mal wieder dieses nette Gerätchen rein. Was ist das? Das ist... Ach, das sind die Schatten von oben! Oh, lull! Ich dachte, das liegt hier unten auf dem Meeresgrund. Geil. Hau ab, du Arschlochvogel! Ich hab dich gehört. Ach, unter Wasser treffen die mich nicht. Hier ist noch ganz viel Metallschrott auf jeden Fall. Und da kommt... Hau ab, du Arsch! Ich sehe hier gerade einen Vogel mit Stein holen. Und hier unten kam gerade der Hai. Also... ich weiß nicht, was der Vogel war. Au! Du bist an meinem Boot in der Nähe, oder? Ja. Hä? Was ist... Was ist denn das für ein Fisch? Ich hinterfrag's einfach nicht. Was für ein Vogel? Gucke mal. Ja, genau hier, wo ich jetzt stehe. Hier ist ein Kugelfisch über den Stein rüber geglitten. Als ob der fliegen konnte. Deswegen, ich. Fliegende Fische? Ich hinterfrag das am besten nicht. Hier schon wieder! Komm mal her! Siehst du das hier? Jetzt ist er unterm Boot. Der war aber... Überall... Ich muss gerade erstmal meine Möwen. Ich sehe da einen lang schon. Ja, der ist im Wasser. Das sah aus, als ob der außerhalb vom Wasser ist. Das ist mir alles zu hoch. Ich... Nee, ich bin durch im Kopf. Also, wollen wir weiterfahren, oder?
Ja, ich glaube, es gibt hier nur noch Metallschrott. Suchst du irgendwas Bestimmtes? Eine Holzkiste. Haben wir, glaube ich, nicht. Toll. Aber ich habe hier Melonsamen oder irgendwie sowas. Wer weiß ja, wo die Kiste ist. Hoffe ich jedenfalls noch, dass das so ist. So. Jetzt müssen wir uns erst einmal drehen. Wir haben ja das schöne Lenkrad. Shit, das hat ja Nico immer gemacht. Wie rum möchtest du dich drehen? Ach, ist mir egal wohin. Hauptsache erst einmal weg von der Insel. Also so fahren wir vorwärts, was bedeutet, die muss rückwärts sein. Kannst du das irgendwie einstellen? Ah, nee. Nee, es geht immer nur in eine Richtung, deswegen habe ich nur eins gemacht, damit man sich besser drehen kann. Warte mal, dann machen wir den Anker lose, ich probiere mal zu steuern. Also nach links am besten, genau. Ich glaube, das geht schief. Sieht jedenfalls so aus. Hast du den Anker schon los? Ja, ja. Jetzt. Ich habe das zweite jetzt angemacht, jetzt geht's voran. Kannst du wieder nach rechts eindrehen? Das ist schwerer als es aussieht. Wie richtiges Boot fahren halt. Ja, aber ich meine das zu lenken. Das ist nicht so wie zum Beispiel bei Sea of Thieves, wie man sonst gelenkt hat. Außerdem kann ich nicht zur Seite schauen. Ich habe keine Ahnung, ob wir gerade schon an der Insel sind. Wir sind vorbei an der Insel, ja. Ja, da ist noch eine kleine, die sehe ich gerade. In welche Richtung sollen wir denn? Also jetzt hier so rechts. Ja, erstmal okay. Geradeaus, erstmal geradeaus. Hier kommt ein kleine, kleiner Sandvorsprung. Ich kann ja mal hier einschalten. Ich ertrinke gleich, ich verdurste gleich. Drehen wir uns? Dann wir lenken. Ich muss gerade gucken. Ich komme. Geh mal weg, ich mach. Mal richtig hinstellen hier. Kannst du mal nach rechts einscheren leicht? Und stopp. Perfekt. Wir fahren auf den nächsten Punkt auf die. Jo. Es ist gut, dass das Ding hier unten steht. Man erkennt es einigermaßen. Aber wir haben einen leichten Linksdrall, oder? Jetzt. Alter, wer hat das denn gebaut hier? Ja, wir haben einen leichten Linksdrall. Ey, schon. So. Eine blöde Antwort, aber du hast es gebaut. Ich bin jetzt 3 oder 4 Mal da runtergeplumpst. Tausend Meter. Zweites Wasserding, das baut man doch hier unten am Tisch bestimmt. Reiniger, was brauche ich dafür? Holz, gut, haben wir nicht. Ich kann mir gleich ein bisschen Holz geben, kommt drauf, habe ich viel. Warte mal, ich habe gerade hier hinten ein bisschen was eingesammelt. 6 Holz brauche ich. Ach, und Glas.
Glas war hier drüben. Warum stottern wir jetzt? Ich glaube, ja, die haben kein Fuel mehr. Wir brauchen Holz. Wir drehen uns gerade, oder? Ja, yep. Wir drehen uns. Ich weiß, ich muss gerade wieder den Punkt neu ausrichten. Ach so. So, Möwe ist tot. Wir fahren ja, glaube ich, in die Richtung jetzt sowieso in das Park. Brauchen ja nichts weiter. Die Möwe ist tot. So, hier Kartoffeln für dich. Eine rote Beete. Holz und Plastik. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe nichts mehr am Körper. Dafür brauche ich eine leere Flasche. Eine leere Flasche baue ich aus Plaste und Glibber. Herstellen. Herstellen. Da haben wir das schon einmal. Dann die Flossen. Brauche ich wieder Glibber und Seetang. Ja. Meine haben wir Schrott. Ja, mehr als genug. Und welche? Ach da. Wenn das hier dann zu Ende ist, kann ich da mal Glibber herstellen, dass ich mir wieder Tauchersachen machen kann. Klar. Und nebenbei stelle ich noch das Wasserteil her. Das kann ich jetzt herstellen. So, jetzt haben wir zwei Wasserdinger. Was sind bei dir Wasserdinger? Na hier, so. Wasseraufbereiter. Jetzt ist die Frage, soll ich eins draußen hinstellen oder eins oder direkt daneben? Ich denke mal draußen so. Reicht aus, oder? Genau, ja. So. Ich wollte gerade sagen, dass man an das andere halt noch gut rankommt. Dann befülle ich das gleich mal. So. Da können wir auf die andere Seite auch nochmal zwei bauen. So viele brauchen wir, glaube ich, dann auch nun wieder nicht. Ja, wenn Nico wieder da ist, schon. Ganz ehrlich, ich habe hier halt. Dann sollen wir halt mal Obst fressen. Ich habe hier Tonnen an Obst. Scheiße. Wir haben ein Problem. Was? Die Batterie ist von dem Ding leer, was bedeutet, wir müssen schnell eine Batterie leeren. Ne, oder? Aufmachen, sonst steuern wir an der Insel vorbei. Weil aufladen können wir die ja noch nicht. Ich pack die erstmal unten in die Kiste an. Batterie, Kupfer, Kunststoff, Schrott. Ist eigentlich easy. Kupfer. Ich nehme mal vorsichtshalber alles an Schrott mit. Kunststoff. Ich habe gleich mal zwei hergestellt. Okay. Stell ich. So leicht ging? Ja. Wir haben ja mehr als genug Kupfer. Ich suche jetzt nur gerade eine kleine Mini-Kiste. Hä, wo waren die denn? Waren die bei dir hier oben? Was denn? Diese Mini-Kisten, die wir mal hatten. Ich glaube, die hast du weggeworfen. Nee. Ach, hier. Die großen da. Abse. Da stelle ich eine Minikiste hin und da können wir dann die Batterien immer reinmachen. Da können wir auch mal zwischendrin mal welche craften. So ist es ja nicht. So, eine Batterie rein.
nächste. So, ist dran. Rechts von uns ist eine Insel. Ja, und links in 600 Metern kommt was, aber wir können erst. Oh, ist eine große Insel. Ich mach das aus, um Batterie zu sparen. Ja. Du darfst halt nur nicht zu stark einlenken, damit wir noch wissen, wo die andere ist. Die ist dann links von uns. Boah, ich habe das echt das Gefühl, dass wir uns ewig lahmarschig bewegen. Ohne ja, weil wir. Da muss Holz rein. Ei. Genauso wie hier Holz rein muss. Ach du Scheiße. Ich hab hinten einfach mal ausgeleert. Ja. Vier, fünf. So, ich habe jetzt 6 Batterien hergestellt. Okay. Allerdings ist der Metallschrott jetzt weg. Ja, den kriegen wir gleich wieder. Aber da hast du dann auch Batterien für deine Sprengler. Falls die mal was benötigen. Boah, Leute, ich hab immer noch eine im Inventar, sehe ich gerade. Eine leere oder eine volle? Eine volle Batterie und die Kiste oben ist voll. Wir brauchen Holz. Ah ne, da passt noch eine Batterie rein. So. Ich glaube, wir machen das jetzt altmodisch. Ich habe noch 7 Holz, da kann ich mal. Hä? Was ist schon fertig? Sag mir das doch, Lena. Ich kann. Hast du schon Holz reingelegt? So. Ja. Ich will jetzt zu dieser scheiß Insel. Kann doch nicht wahr sein. Oh. Okay, das eine Ding ist voll mit Holz, dann hau ich hier noch rein. Gut, der andere Motor ist auch komplett voll. Weil wir fahren nämlich komplett gegen den Strom gerade. Darum haben wir uns auch so ewig lang bewegt. Schere mal bitte nach rechts ein. Da haben wir ein Ufer.